Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nibiru. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder bei der Radarstation. Ich wüsste jetzt zuallererst gerne, was mich letztes Mal umgebracht hat. Ach, da war noch ein dritter von diesen Scheißwürmchen. Ich wüsste gerne, warum die so massiv schnell sind. Das ist einfach nur assig. Und ich habe gelernt, sobald die Viecher tot sind und man sie weiter messert, dann kann man aus denen noch Fleisch rausholen. Zumindest bei so manchen. Ich gucke mich jetzt um, ob hier noch ein weiteres Würmchen ist, bevor ich irgendwas mache. Da ist noch so ein Scheißding. Nee, brauchst dich gar nicht umdrehen. Da hinten ist auch noch mal so ein Scheißwurm. Hey, gegen diese Würmchen bin ich einfach machtlos. Die sind so OP. Die kriechen so schnell über den Boden, dass ich da gar nicht wirklich hinterherkomme. Ja, jetzt soll ich noch die Mainbase finden. Liegt da unten zufällig noch der Loot? Da krabbelt der blöde Vieh lang. Da lege ich mich nicht mit an. Okay, jetzt gibt Fire Damage. Gut, dass wir das geklärt haben. Man sieht im Übrigen auf der Karte, wo ich alles gestorben bin. Das Schöne ist, ich darf jetzt wieder einen Kilometer in die andere Richtung laufen. Das ist super, wir sehen uns am Zielort. Ich weiß, ich habe gesagt, wir sehen uns am Zielort, aber was ist das? Ist das friedlich? Nein, ist es nicht. Das Messer ist einfach tot. So, jetzt habe ich da was rausgeschnippelt aus dem Vieh. Ich habe alles außer dem Zeug, was ich eigentlich haben will, nämlich diese komischen Granulate da von dem Eim. Diese Plastikdinger. Ja, jetzt sehen wir uns aber am Zielort. So, Leute. Hat nur eine Ewigkeit gedauert, aber ich bin jetzt knapp an der Station. Ja. Ich habe unterwegs noch so einen komischen Pilz eingesammelt. Für die, die wissen wollen, was ich unterwegs gemacht habe. Bin wieder von irgendwelchen Dingen angegriffen worden. Weh, da sind jetzt schon wieder diese Würmchen in der Station. Die sind einfach zum Kotzen. Ich bringe die einmal um und die stehen einfach wieder auf. Also, die wird man irgendwie nicht los. Ja, ich gehe mittlerweile vorsichtig rein. Diese Würmchen sind die Pest. Oh, etwas, wo ich Sachen lagern kann. Dann ist das hier doch bestimmt ein Safe Spot. Oh. Irgendwas soll ich da machen. Ich soll hier was für die Pistole herstellen. Ja. Dreimal das. Ich hab das Zeug. Ach so, ich habe nicht genügend von dem Roten, um mehr zu machen. Was ist das für ein Ding? Okay, ich kann mir auf jeden Fall merken, diese Station hier ist safe. Ich kann ja mal kurz hier rumschauen und gucken, was ich finde.
Aber nach Möglichkeit würde ich jetzt erstmal gucken, ob ich hier irgendwo so ein rotes Ding zum Abbauen finde. Ja, prügelt ihr euch mal. Ich brauche nämlich einmal die roten Dinger. Sonst kann ich eh nicht weitermachen. Die roten, nicht die blauen. Nein, die sind zwar rot, aber die sind mir. Nee, das sind die Schnäckchen, die greife ich nicht an. Die Schnäckchen sind mir friedlich gesinnt. Was mir friedlich gesinnt ist, das greife ich nicht an. Das ist jetzt ein Gesetz. Ey, irgendwie komme ich mir vor, wie man im Worklight-Spiel, wo mich fast jedes Ding one-hitten kann, gefühlt. Und ich einfach mit jedem Schlag direkt ins Gras beiße. Ich weiß ja, wo ich hin muss. Keine Sorge, Leute. Ich suche nur diese. Genau das da suche ich. Ich wollte gerade ansprechen. Mir ging das Oxygen aus. Kann ich eigentlich diese Pflanzen auch so essen? Ah, okay, ich kann die Pflanzen auch so essen zum Heilen. Gut zu wissen. Ey, nicht wegrollen! Alter, was ist denn das für ein Speedy? Okay, die fangen da hinten, kriege ich an. Och nö, geh weg! Nee, 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 nee. Den Kampf würde ich nur verlieren. Den fange ich gar nicht erst an. Ist es weg? Es ist weg. Mir gehen die Heilpflanzen aus. Ist hier auch noch was? Was finde ich hier denn alles? Ich muss auf jeden Fall sowieso mehr Pistolenmunition machen. Ironohr. Iron Ingot. Ich brauche Iron Ores. Ach, das war kein Eisen oder wie? Das war Lead. Wartet mal, Storage. Jetzt lage ich erstmal hier die Sachen ein, die ich gerade nicht brauche. Damit die Safe hier sind. Ich merke mir, wenn ich diese Heilpflanzen nehme, ach, nehme, finde, dann nehme ich die auf jeden Fall immer mit. Weil die sind ultra wichtig. Ich glaube, ich muss dieses Fleisch essen. Ich habe sogar zwei von denen. Ich dachte, das wäre ein einziges. Ja, ich weiß halt nicht, wie ich es kochen soll. Ist das vielleicht so eine Fähigkeit, die ich lernen muss? Lively? Outsider vielleicht? Ich finde jetzt hier nichts, womit ich irgendwie kochen könnte. Hä? Hä? Irgendwas greift mich an! Ach, wahrscheinlich, weil ich gerade verhungere. Ja, dann gucke ich mich hier noch drinnen fertig um. Ich wüsste halt nicht, womit ich kochen soll. Wenn ich dann sterbe, will ich hier drin sterben, weil dann liegen die Sachen wenigstens in irgendeinem Safe Spot. Weil ich nicht darum kämpfen muss. Weil ich kann die Sachen von den toten Dude auch wieder einsammeln. Ich weiß nicht genau, was hier drin gemacht wird. Also ich werde auf jeden Fall in ein paar Sekunden sterben, weil ich kein Essen finde.
Und ich auch gerade nicht weiß, wie ich kochen soll. So, wenn, dann hier oben, wo ich safe bin. So, ich muss jetzt nur noch mal den Weg laufen. Ist ja nur ein Kilometer. Leute, ich war gerade auf dem Weg zurück. Und musste feststellen, dass es hier auch eine Nacht gibt, die mir auch an den Kragen will. Die Nacht läuft hinter mir her. Die wird mir jetzt wahrscheinlich auch einmal in den Arsch beißen. Ich habe ein Vieh, glaube ich, tot gekriegt. Nein, aber ich habe es geschafft zu entkommen. Ich laufe auf jeden Fall gerade in die richtige Richtung. Bei denen da weiß ich ja, dass die friedlich sind. Ich habe im Übrigen auch Aluminium gefunden und mir das markiert. Also ich habe herausgefunden, wie ich mir Sachen markieren kann. Kann das auch anpassen. Also ich kann da hinschreiben, was ich mir markiere. Und auch das Symbol dafür aussuchen. Was ich recht praktisch finde. So, das Gute ist, ich bin auf jeden Fall ja da oben gestorben. Das heißt, mein Zeug liegt auf jeden Fall auch hier. Und das meiste habe ich ja eh eingelagert. Ich habe auch dran gedacht, das eine Zeug noch einzusammeln, bevor ich jetzt hierhin renne. Ich meine, hier bin ich irgendwo gestorben. Ja, hier bin ich noch reingegangen und hier bin ich gestorben. Hier liegt jetzt mein Zeug, das kann ich einfach einsammeln. Und ich bin froh, dass ich endlich diese Aluminium-Dinger gefunden habe. Der Ort, wo ich jetzt bin, den würde ich mir auch gerne markieren. Da mache ich mir dieses Haussymbol und markiere mir das als meine Basis. Weil hier werde ich nach Möglichkeit mein ganzes Zeug lagern. Er hat es gerade nicht übernommen. So, und jetzt ist das auf der Karte markiert. Jetzt weiß ich, dass hier meine Basis ist. Dass wenn ich was lagern muss oder irgendwas herstellen muss, dass ich dann hier hinkomme. So, jetzt muss ich aber wieder rein. Wo habe ich jetzt die Pistolenmunition gemacht? Hier. Die nehme ich natürlich mit. Ich habe unterwegs ein Level-Up gemacht. Das würde ich auch gerne irgendwo verwerten. Repairer. Mir wird immer grün angezeigt, was ich so verbessern kann. So, ich soll jetzt den Generator hier starten. Den muss ich mit irgendwas laden. Okay, ich muss Nibirium-Ohre dafür haben. Das ist natürlich wunderbar. Ich habe zum Glück schon 20. Kann ich die denn auch umcraften? Also, dass ich in so Fuel Cells reinbastel? Multicool. Plastikgranulate kann ich jetzt vom Prinzip her bald haben. Bald. Sobald ich das Starch von irgendwo her bekomme. Keine Ahnung, was genau das sein soll. Ich könnte Pistolenmunition machen. Zypressen kann ich basteln. Roasted Meat. Hier kann ich das kochen. Ja, da koche ich doch direkt drei. Aber ich brauche Essen. Ich bin jetzt im Übrigen gefühlt, glaube ich, 20 Minuten hier rüber gerannt.
Ich soll noch ein Nibirium-Ohr draußen finden. Ist eins schon fertig? Eins ist schon fertig. Zwei sind schon fertig. Die würde ich gerne mir hier reinpacken und direkt essen. Also ich muss auf jeden Fall Tiere umbringen, um am Leben zu bleiben. So, was brauche ich denn eigentlich für diese Oxygen-Dinger? Orof Sodium. Sodium hatte ich auch irgendwo herbekommen. Ich weiß nur nicht mehr wo. Aber ich habe auf jeden Fall noch was da. Man kann auch irgendwie den Pilz kochen, aber weiß ich aber nie wie. Auf jeden Fall. Davon mache ich mir auch mal zwei. Also wenn ich so spezielle Quellen finde, dann markiere ich mir die auf der Karte. Damit ich die auf jeden Fall wiederfinde. Jetzt wird aber erstmal noch das letzte Stück Fleisch gegessen. Und da die Folge schon eine Weile geht, würde ich sagen, dass wir die hier schon beenden. Und wir an dieser Stelle einfach weitermachen. Bei der nächsten Folge. Bis dann, Leute.